Träumen Sie von einem außergewöhnlichen Urlaub, in dem Sie gleich zwei, allerdings nur scheinbare Gegensätze miteinander verbinden können? Alltäglichen Kontakt mit einem der schönsten Gebirgszüge Ostmitteleuropas und zugleich all die Highlights einer großen Stadt voller Denkmäler? Dann kommen Sie unbedingt nach Jelenia Góra im Riesengebirge. Die Stadt ist nicht nur einer der besten Ausgangspunkte. Von hier aus erreichen Sie in nur wenigen Minuten Autofahrt jede Ecke im Riesengebirge. Vor allem aber kann Jelenia Góra mit all dem aufwarten, was den ursprünglich aus kleinen Dörfern entstandenen Urlaubsorten im Riesengebirge freilich fehlt. Eine wunderschöne Altstadt. Baudenkmäler vom europäischen Rang. Moderne Kinos. Hervorragende Theater. Eines der landesweit interessantesten Museen. Und sogar eine renommierte Philharmonie. Und nicht nur das. Schon allein der Stadtteil Teplice-Zdroj, ehemals Bad Warmbrunn, mit seinem herrlichen Kur- und Schlosspark und der Kulisse des Schlosses, wie sie königlichen Häuptern gebührt, ist stets eine Reise wert. Damit ist die Liste all jener sehenswerter Orte rund um die Stadt natürlich noch lange nicht erschöpft. Bei Ausflügen in das Riesengebirge kann man nämlich, welch ein Graus, unheimlich viel verpassen. Dem seien noch einige weitere Vorzüge eines Besuchs der Hauptstadt des Riesengebirges hinzugefügt. Alleen- und Fußgängerzonen für herrliche Stadtbummel und Radwege zur Erkundung der romantischen Stadtviertel und Vororte. Und eigens für Radler wurden auch längere Radwanderwege angelegt. Dazu zählt ebenso eine Tour, ganz wie es heute mit Blick auf die Abenteuer einer postindustriellen Stadtnatur in Mode ist, mitten hinein in eine stillgelegte, riesige Werkanlage. Wenn wir dem nun noch die Shoppingmöglichkeiten auch zur abendlichen Stunde hinzufügen, ja, dann ist es klar, dass ein Urlaub im Riesengebirge gar keine Langeweile wird aufkommen lassen können. Schauen wir nun, wie viele Sehenswürdigkeiten das Stadtzentrum bereithält. Unbedingt einen Besuch wert ist das Riesengebirgsmuseum. Ultramodern und interaktiv steht es in nichts den mit Besucherrekorden aufwartenden Museen in Krakau oder Warschau nach. In außergewöhnlichen Räumen hören, sehen und tasten Sie nicht nur die hochinteressante Geschichte der Stadt und der Region, sondern werden ebenso auf eine begeisternde Reise durch die Geschichte der Glasherstellung mitgenommen. Nun ist es aber höchste Zeit, Ihnen die Perle von Jelenia Góra, also Teplice-Zdroj, vorzustellen. Seit Jahrhunderten schon wird der Ort von Kurgästen und eleganten Gesellschaften aus ganz Europa besucht. Zu ihnen zählte ebenso die Königsgattin Maria Klementina Sobieska, die bekannt war für ihre höchsten Ansprüche. Hier am Fuße des Riesengebirges entspannte sie ein ums andere Mal.
Ob Sie denn die zahlreichen Heilbehandlungen, wie sie heute im Kurbad angeboten werden, in Anspruch hat nehmen können, das wissen wir natürlich nicht. Aber eines ist sicher. Sie wäre von Qualität und Standard der erst jüngst liebevoll restaurierten Kurgebäude und Gästeanlagen schlichtweg hingerissen gewesen. Jelenia Gora ist auch der Stadtteil Sobieszow mit der berühmten Burg Künast. Spezielle Route für Skilangläufer und Skater sowie eine Enklave des Nationalparks Riesengebirge, in dem Schätze der Natur gleich am Stadtrand von Jelenia Gora unter Schutz gestellt wurden. Eine Wanderung entlang eines der malerischen Wanderwege, unter ihnen zugleich einer, der ihnen besondere Erlebnisse bietet, sowie ein Abstecher hoch auf die Burg. Dies wird sie einen der spannendsten Urlaubstage im Riesengebirge verbringen lassen. Ein bereits sehr gebirgiger Stadtteil ist Jagniakow, einst Agnetendorf. Neben dem Ausgangspunkt zu märchenhaften und weniger bekannten Ecken des Riesengebirges ist er ebenso für eine architektonische Perle weithin berühmt. Der Villa des Nobelpreisträgers Gerhard Hauptmann, in der auch ein Museum eingerichtet ist. Zu den Sehenswürdigkeiten des Stadtteils zählt freilich ebenso der Nationalpark Riesengebirge, der Naturliebhaber zum Besuch einer einzigartigen Genbank sowie zu erholsamen Spaziergängen entlang der Lehrpfade in die nähere Umgebung von Jagniakow einlädt. All dies ist eben Jelenia Gora. Eine Stadt, in der Sie jeden Tag anders erleben können. Kann es ein besseres Rezept für spannenden Urlaub geben? Überzeugen Sie sich selbst.